Es ist schon 3 Tage her, seit wir voneinander gehört haben. Naja, er hat mir eigentlich nicht zurückgeschrieben. Keine Nachricht, keine Anrufe, einfach nur nichts. Alle negativen Gedanken strömen herein und erzählen mir von den schlimmsten Dingen, die passieren könnten, und ziehen mich trotz meines Willens in die Grube des Stolzes und des Zorns. Meine Neugier schleicht sich wie ein Parasit in meinen Körper, und die Tatsache, dass ich meine Neugier nicht befriedigen kann, lässt mich wieder sinnlos unseren Chat durchlesen, um zu sehen, ob er noch an mich denkt. Wer hofft, der verliert. Die Worte meines Freundes hallen in meinem Ohr wieder und halten mich von meinem gierigen Verlangen ab, ihn anzurufen. Dennoch ist meine Wut auf ihn nicht zu stoppen. Ein warmer Cappuccino mit viel Zucker und ein Stück Kuchen wird mir vielleicht helfen, diese Absurdität meiner ständigen Gedanken zu Ende zu bringen. Und dann sah ich sie. Ihre Lippen, so rot wie rot jemals sein kann. Das erinnert mich an die Worte meiner Mutter. Rote Lippen lügen immer. Rote Lippen haben einen dreckigen Stolz. Doch ihr makelloses Gesicht und die Farbe ihrer Lippen sind so entmutigend und dennoch verführerisch. Und so lässt sie mich vergessen, dass diese Art von Mädchen die waren, die ich verachtet habe. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Plötzlich stand er dort. Die Liebe meines Lebens, der Junge, der mich in diesem Augenblick so sehr verletzt und ein Mädchen umarmte, das gerade noch voller Freude neben mir saß. Das Lächeln in seinem Gesicht. Ich konnte mit meiner Wut nicht umgehen. Ich konnte es nicht ertragen, ihm in die Augen zu schauen. Ist es her. Zuerst schien es perfekt zu sein, das Geheimnis um unsere Liebe. Ich konnte nicht genug davon kriegen. Aber es sieht so aus, als ob unsere Beziehung die Spannung verloren hat. Es scheint, als ob die Flamme der Gefühle langsam schwindet und das Geheimnis unserer Liebe schon lange vorbei ist. Es ist wahrscheinlich nur die Lust, die mich dazu gebracht hat, sie zu lieben. Dennoch konnte ich ihr besessenes und selbstsüchtiges Verhalten nicht mehr tragen. Sie behandelte mich, als wäre ich ihr Eigentum. Meine Zähne knirschen. Ich hatte einfach genug von ihr. Dieser Wahnsinn machte mich verrückt und es schien, als hätte unsere Beziehung nichts mehr übrig als eine Täuschung. Und dann fiel es mir plötzlich ein. Etwas, was ich eigentlich nie gemacht hätte. Aber mein irrationaler Verstand übernahm die Entscheidung, diesen Schritt zu gehen. Und irgendwie störte es mich überhaupt nicht, sie anzuschreiben. Da war sie, das Mädchen aus meiner Kindheit. Ihre roten Lippen fielen mir direkt ins Auge und erinnerten mich an die Worte meiner Freundin. Rote Lippen haben einen dreckigen Stolz. Ich hörte es und es lief mir kalt den Rücken runter. Ich wusste, was ich tat, war unaussprechlich.
Doch da kam sie mit ihrem Lächeln auf mich zu und ich umarmte sie. Die Worte meiner Freundin waren längst vergessen. Und da stand sie plötzlich, das Mädchen, das ich liebte, mit einem Revolver in den Händen und einem roten Lippenstift, den sie einst verachtete, und starrte mich mit Angst in den Augen an. Ich konnte ihr Auftreten nicht erklären, also rannte ich so schnell wie möglich auf sie zu, in der Hoffnung, diesem Wahnsinn ein Ende zu bereiten.